In Japan ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Geist, existiert seit der dritten Spielgeneration und man erhält es durch die Entwicklung von den Kara zu Ninjas, wenn man zum Zeitpunkt der Entwicklung mindestens einen Pokéball im Beutel hat und maximal 5 Teammitglieder hat. Ninja Tom ist ein mittelgroßes, schwebendes und zikadenähnliches Pokémon, das hauptsächlich mit Braun und Grau auftritt. Der Körper an sich wirkt in sich gekehrt und sehr starr, quasi unbeweglich, obwohl es schwebt. Kopf, Flügel, Rücken und Beine sind hellbraun gefärbt, Bauch und Unterleib dagegen beige. Zusätzlich ist dieser Teil mit dünnen schwarzen Linien gemustert. Über dem Kopf schwebt ein weißer Schein, der die Form eines Sichelmondes aufweist. Auf dem breiten Kopf wachsen 2 kurze Hörner und die runden Augen bestehen aus gelber Lederhaut und schwarzen Pupillen. Die Vorderbeine liegen nah am Körper. Das Pokémon besitzt flügelartige Strukturen am Rücken, die den aufgebrochenen Panzer darstellen und einen zerfetzten Eindruck hinterlassen. Auf dem Rücken dazwischen ist eine Öffnung zu erkennen, die einen Blick ins Innere von Ninja Tom erlaubt. In der Shiny-Form wirkt das Pokémon insgesamt etwas heller. Ninja Tom bewegt sich vergleichsweise langsam und auch seine speziellen Kräfte sind mäßig. Einzig seine scharfen Klauen ermöglichen ihm den effektiven Einsatz von Attacken wie Kratzfurie oder Phantomkraft. Es verfügt zudem über verschiedene geisterhafte Kräfte und kann Attacken wie Konfusstrahl oder Groll einsetzen. Seine bemerkenswerte Eigenschaft ist seine unglaubliche Zerbrechlichkeit. Es ist das Pokémon mit den wenigsten Kraftpunkten, nämlich genau einem einzigen. Jedoch weist es die Spezialfähigkeit Wunderwache auf, die es vor allen Attacken schützt, die es nicht sehr effektiv treffen. Ninja Tom ist ein überaus geheimnisvolles Pokémon, welches den bloßen leeren Schalenpanzer eines Käfer-Pokémon darstellt, welcher zum Leben erwacht ist. Es ist nicht bekannt, wie dieser Prozess vonstatten geht. Ninja Tom schwebt vollkommen bewegungslos in der Luft, ohne seine Flügel zu nutzen oder gar zu atmen. Besondere Gruselgeschichten ranken sich um das Häutungs-Pokémon, so sagt man, dass die Seele eines jeden steht, der einen Blick durch das dunkle Loch auf seiner Rückseite ins Innere der Schale werfe. Dabei stellt Ninja Tom den letzten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar, wobei diese eine einzigartige Besonderheit aufweist. Bei der Entwicklung den Kaders entstehen unter den richtigen Bedingungen 2 verschiedene Pokémon gleichzeitig. So kann neben Ninjask zusätzlich noch ein Ninja Tom entstehen. Bei der Entwicklung bricht den Kaders Käferpanzer ähnlich einem Kokor auf und entlässt das flugfähige Innere, welches große Flügel ausbildet. Die leere Hülle wiederum entwickelt ein Eigenleben als eigenständiges Pokémon. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung durch das Erreichen von mindestens Level 20 ausgelöst. Führt der Trainer höchstens 5 Pokémon und einen leeren Pokéball mit sich, bildet sich auch ein Ninja Tom. Seit der 4. Spielgeneration muss es sich dabei um einen normalen Pokéball handeln. Entwickelt sich ein Shiny Kader, so sind sowohl Ninjask als auch Ninja Tom Shiny Pokémon. Mit der Typenkombination ist Ninja Tom immun gegen fast alle Typen, außer gegen die, die es effektiv treffen, nämlich 2-fachen Schaden nimmt es gegen Feuer, Flug, Gestein, Geist und Unlichtattacken. Sollte Wunderwache seine Spezialfähigkeit, die es gegen die Attacken schützt, die es nicht effektiv treffen, sollte diese Wunderwache überbrückt werden, entsprechen Käfer, Boden, Gift und Pflanzenattacken halben Schaden. Fee, Stahl, Drache, Psycho, Eis, Elektro, Wasser machen normalen Schaden und die doppelten Effektivitäten bleiben gleich.